Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie wirklich heute Morgen aufgestanden sind für Thorsten und live dabei sind. Aber ich freue mich natürlich auch, dass Thorsten wieder für uns Zeit gefunden hat. Bevor ich übergebe, müssen wir den Bildschirm übergebe, müssen wir den Risikohinweis kurz besprechen. Das ist wichtig und muss sein, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut, dann, lieber Thorsten, gleich hast du den Bildschirm. Und ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich auf den Bildschirm, da, wie ich auf den Bildschirm komme. Gucke mal, Nelson, hatte ich dir extra versprochen, als wir vor 2, 3 Tagen telefoniert haben. Ja, sehr gut. Jeden Tag müssen wir ein paar Mal mit der Kamera da runterlaufen und uns dieses Schauspiel anschauen. Es ist ein Traum, das Wetter so zu genießen. Und die Viecher da draußen, wie man sieht, die drehen total ab. Die Heidschnucken, die haben 5 Lämmer gekriegt. 2 haben es leider nicht überlebt, aber die 3, die spielen da jetzt noch richtig schön wilde Sau. So, das war jetzt falsch, das wollten wir nicht, das hatten wir schon. Nehmen wir die Taste. Okay, so. Gut. Im Haarstudio waren wir auch. Alles gut. Guten Morgen in die Runde. Bist du Tierfilmer geworden? Nein, schon lange. Danke, mein lieber Lutz. Nein, ich habe 2 noch nicht auf den Grill gehauen. Noch nicht. Okay, wir haben, nachdem wir letzte Woche ja eine andere Erfahrung machen durften, was uns lange, lange nicht passiert ist. Aber ich will da auch ein bisschen darauf eingehen, was uns letzte Woche so ereilt hat. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten im Euro-US-Dollar und wir hatten, sage ich mal, noch mehr Kummer mit dem DAX. Der DAX hat uns letzte Woche böse gebissen. Ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Andreas hier ist, ob er uns vielleicht mal kurz unter die Arme greifen kann. Aber ich glaube, wir haben die vergangene Woche im DAX mit 230 oder mit über 200 Punkten Verlust schließen müssen. Leider Gottes. Das heißt, der DAX hat uns gebissen, wie man sieht, ne? Da. Böse gebissen. Aber es heilt alle Wunden. Die Woche haben wir mit 230 geschlossen, die letzte Position oder die letzte kombinierte Position haben wir mit 260 Punkten geschlossen. Ich werde das dieses Wochenende etwas mehr aufarbeiten. Ich habe das, hatte letzte Woche schon überlegt, ob ich das aufarbeite, aber wir können ja nur daraus lernen, wenn wir lernen, was machen wir verkehrt. So. Wir starten dazu. Ach so, für alle, die gestern bei uns waren und nicht die Gäste hier sind. Wir haben ja gestern den DAX gelongt. Ja, ich habe gelongt und ich war stocknüchtern und ich hatte nichts geraucht. Wir haben den DAX gestern gelongt und meine Position habe ich gerade vorhin rausgeschmissen bei 15.270, wer es auf Slack noch nicht gelesen haben sollte. Ne? Der, okay, mit DAX, ne?
Eine Dachstasse, das würde heute hier irgendwie Brems Tierleben irgendwie. Der eine trinkt aus der Dachstasse, der andere ist ein Kabelaffe. Mal gucken, ein paar Lämmer hatten wir auch schon. Können wir bald ein Buch über Brems Tierleben schreiben. Also die DAX-Positionen habe ich rausgeschmissen vorhin bei 2,70. Das schauen wir uns aber hinterher. Wir machen uns erstmal einen Euro-Plan. Und dazu schauen wir uns erstmal das hier von gestern an. So, komme ich auf den Plan von gestern. Ich ziehe das mal ein bisschen zusammen, dann kann man das, glaube ich, besser sehen. Da. Nee, das ist der Tage. Ach, das ist doch der Plan von vorgestern. Den von gestern suche ich gleich mal. Das ist unser Plan von vorgestern, wo wir gesagt haben, wir wollen runter bis an die circa 1,2002. Wir wollen kaufen an der 1,2002. Das war die Idealmarke, maximal 1,1994. Das war unser Plan vom 20.04. Die Position ist jetzt weiter rechts her. Sehen wir aber gleich. Das war der Dienstagsplan. Wir wollen, nachdem wir oben die 1,20 nachhaltig kaputt gemacht haben, wollen wir, oder ist meiner Meinung nach, das Short-Szenario zu 1,1570 außer Acht und wir werden Richtung 1,25 laufen. Das ist unser Ziel. Da 1,25, 1,2550, erstes Zwischenziel 1,2240 bis 1,2280. Für unsere Gäste können sich kurz einen Screenshot machen. Unsere Stammkunden haben diese Geschichte schon auf Slack in petto. Hier ist unser Plan von gestern. Dieses Scheißding heraus hier. So, hier ist unser Plan von gestern. Gleiches Spiel nochmal. Und gesagt, wer darf bis da runter und dann eventuell hoch. Alternative wäre auf jeden Fall, dass er hier unter die 1,2012 guckt und dann nach oben zieht. Hier ist unsere Kiste wieder von vorgestern. Ideal-Entry. Hat er sich sogar irgendwo reingeschrieben? Kann das sein? Nein. Irgendwie nicht, ne? Lutz, hatten wir nicht Bilder, wo wir die Marken drin hatten? 1,2002. Weg. Nicht mehr da. Auf Slack sind die Bilder aber noch zu finden. Wir hatten als Ideal-Entry 1,2002 und gelaufen sind wir gestern hier erst an die 1,20, erst an die 1,20,3. Da habe ich meine Nummer schon gestartet, weil ich mit unserem kleinen Vierbeiner, dem musste der Tierarzt gestern mal in die, oder der Kinderarzt mal in die Öhrchen schauen. Der Arme. Und deswegen habe ich hier in diesem Bereich schon gestartet. Ein paar waren noch unsicher, dann wurde da auch die 1,2002 geholt. Wir hatten eine Short Long Limit an der 1,2002 platziert. Das war das Bild. Konnte man im Video, glaube ich, sehen. Oder ich glaube, unser Lutz hatte für die Paternoster ein Bild von der Position gemacht. Und danach nochmal ein nachlaufendes Tief 1,1998. Das heißt, die 1,2002 war jetzt gar nicht so wild. Dann mussten wir uns lange gedulden. Lange gedulden. Und ich habe die Diskussion verfolgt. Von gestern Mittag, 12:30 ungefähr, bis gestern Abend oder Nachmittag um 17:30. In dieser Zeit ist einfach nichts passiert. Ich konnte merken,
wie der eine oder andere fürchterlich nervös geworden ist und das nicht mehr sehr hell hier, ne? Immer noch. Machen wir jetzt. Jetzt sehr dunkel. Licht in der Kamera. Und ich habe diese Diskussion oder so habe ich mitgekriegt. Ich habe auch die Anfragen. Ja, was machen wir jetzt? Kann der noch weiter runter? Kann der auch an die 93? Kann der vielleicht sogar doch noch an die 1,1570? Kann er dieses oder kann er jenes? Aus dem Film Day Trader 3, Der Traum vom schnellen Geld, dürfte ein alter, uralter Spruch bekannt sein, den ich da mal gebracht habe. An der Börse ist es wie im Swingerclub: Alles kann, nichts muss. Wir wissen nichts, wir können nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und für diese Wahrscheinlichkeiten machen wir uns morgens einen Plan. Und wisst ihr, warum die meisten der Händler hier scheitern? Warum die meisten hier an der Börse kaputt gehen? Weil sie entweder keinen Plan haben. Das ist der erste Bug. Der zweite ist, wenn Sie einen Plan haben, den aber nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, dann wissen Sie nämlich auch nicht, wie Sie den umsetzen müssen. Und drittens, wenn Sie einen Plan haben, dann haben Sie kein Vertrauen. Und nicht nur kein Vertrauen in den Plan, das kann ich ja noch verstehen, dass man nicht unbedingt Vertrauen hat in einen Plan, den man nicht selbst gemacht hat. Und wenn man dieses Vertrauen aber nicht hat, dann hat man kein Vertrauen zu sich selbst. Und solange wir dieses Vertrauen nicht zu uns selber haben, solange werden wir diesen Positionen, die wir hier handeln, auch nicht vertrauen. Und solange wir das nicht haben, werden oder müssen wir an der Börse scheitern. Weil jede Verunsicherung, alles, was wir hier nicht verstehen, alles, was wir nicht mit Vertrauen in uns selber machen, werden wir total verkacken. Das ist so. Wenn ich auf eine, da kann an der Brücke stehen, belastbar bis 5 Tonnen. Wenn ich da drauf gehe und die wackelt, halte ich mich mit beiden Händen am Geländer fest, als wenn ich 6 Tonnen wiegen würde. Halte ich mit beiden Händen fest und hangel mich darüber, weil ich einfach kein Vertrauen habe, weil ich das Ding nicht kenne, weil ich nicht weiß, was das ist, was hat das Schild dazu sagen und und. Und hier ist es ganz genauso. Deswegen ist es wichtig, nicht nur diese Pläne hier einfach blind zu übernehmen, sondern lieber den Arsch, sorry, wenn ich das so sage, morgens aus dem Bett zu nehmen und vielleicht so einen Plan gemeinsam zu machen, vielleicht auch mal selber einen Plan zu erstellen, den bei uns in der Gruppe zur Verfügung stellen. Andere gucken dann mal drauf und sagen, okay, ich sehe das so, ich sehe das so. Nur so werden wir das gemeinsam auch hinkriegen. Wir haben diese Position hier gestern gestartet. Wir haben es auch, glaube ich, ganz gut kommuniziert. Ich habe zwei Positionen gestartet. Und habe die erste hier mit dem Tagesziel geschlossen und die zweite Break-Even abgesichert und die läuft hier noch irgendwo da. Die bleibt auch Break-Even, der Stop, der bleibt da, die Strategie ist dort hinterlegt und fertig. Falsch, da wollte ich jetzt nicht hin. Da wollte ich doch hin, oder? Nee, da wollte ich hin. So, und um dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Habe ich den hier jetzt gemacht? Nein, habe ich nicht. Sondern ich habe da eben gerade. Ich habe eben gerade die Zielbereiche von heute eingezeichnet. Irgendwo in dem Chart. Da. Da ist er. Nehmen wir den. Okay. Und dafür, für diesen Plan sind wir heute zuständig. Das heißt, unser Stop liegt, je nachdem, wer wo irgendwo gelandet ist. Ich lege hier unsere Stop-Linie mal rein. Wer bei 1,2002 gestartet ist, vielleicht kann mir der ein oder andere aus unserem illustren Haufen hier mal sagen, ob die noch dabei sind, ob sie überhaupt noch dabei sind, ob sie überhaupt noch Positionen laufen haben. Weil sonst kann ich mir das hier jetzt sparen. Hat noch jemand was laufen? Danke, Heiko. Super.
Ich habe nur eine Position, die ist ins Ziel gelaufen. Der Ingo ist gar nicht dabei, der Bernd ist auch nicht dabei. Frauke Jens ist durch. Robert H. ist auch nicht mehr dabei. Warum denn nicht? War sich zu sehr auf den DAX konzentriert, wollen wir wetten. Der Manfred ist auch raus. So. Jetzt muss ich mal ein paar ehrliche, klare Worte von unserem Günther vorlesen. Darf ich das, Günther? Günther hat nämlich gerade geschrieben, wo habe ich es jetzt da? Also ich hatte gestern wenig Zeit. Ich bin um 9 Uhr rein, weil ich einen Termin hatte. Ich wollte einfach dabei sein, haben wir auch auf dich gehört. Ich habe ja 1.20.02 nochmal nachgefragt, wäre ich nicht mit 12 Pips minus rausgeflogen, sondern hätte den Move mitgemacht. Also festgelegte Regel nicht eingehalten und mit minus den Tag beendet. Chapeau, mein Lieber. Chapeau. Punkt A, das so aufzuarbeiten und Punkt B, das genauso abzuarbeiten und nachzuvollziehen, warum, wieso, weswegen. Da ist genau das Problem. Wir haben Regeln, wir haben Zielbereichsregeln, wir haben Euro-Pro-Regeln und nach diesen Regeln, zack, muss diese Position noch laufen. Das heißt, ich brauche mir jetzt heute nicht so viel Mühe geben. Meine ist hier unten Break-Even abgesichert. Wie man sieht, läuft seit gestern, läuft hervorragend. Tagesziel gestern rausgenommen. Und warum kann ich jetzt den Chart hier nicht verschieben? Hat jemand eine Idee? Jetzt. Okay. Dort haben wir unsere Zielbereiche für heute und damit machen wir auch einen Plan für heute. Selbst der tiefe Zielbereich hier unten liegt bei 1.20.08. Nach unserem normalen Regelwerk wäre genau dieser Fake, dieser jetzt hier, wäre direkt einen Long Start wert. Ich kann es nur hier drinnen nicht handeln. Fuck. Ich habe hier das falsche Werkzeug drinne. Kann ich das ändern? Ja, ne? Marktübersicht, Euro, US-Dollar. Den, ich kann den noch jetzt hier reinziehen, oder? Und dann kann ich den noch auch handeln, oder? Hat mir gestern einer erklärt. Hervorragend. So, diese Nummer hier, dieser Fake nach unten wäre, da diese Lunte hier unten wäre direkt einen Long wert. Aber wir machen erstmal unseren Plan. Unsere Position von unten läuft. Wir brauchen es nicht überstürzen. Wer jetzt seine Long-Position sucht oder die suchen sollte, ich mache das einfach mal. Wer das jetzt, zack, muss darauf achten, dass sein Stop hier unter der 23 liegt. In dem Fall auf die 20. Dort sind wir bei 13,5 Punkten Stop, was auch mein absolutes Maximum ist. Also nochmal von vorne, back to basic, unten raus, diese Nummer hier kurz, die Stops müssen jetzt dort unten drunter. Long da, Stops zu der Long gehören jetzt 13, das wollte ich nicht, das wollte ich. 13,5 Punkte haben wir gesagt, ist der Stop, der sich gerade ergeben hat. Unter diese Linie hier gehört der Stop-Loss für die Long-Position. Damit ist auch der Plan heute schon so ziemlich durch, weil der wird sich genauso ergeben, oder
Nee, wird nicht. Sollte sich genauso ergeben, meinem Idealszenario. Da. Ich bin im 15-Minuten-Chart. Danke. So, dieses Szenario. Schön, dass du aufgepasst hast, mein lieber Manfred. Das Szenario bis darunter und dann Maximum noch bis darunter. Und in diesem Bereich sollten wir nach oben wegschießen und idealerweise mit einem Ziel. Wer hat sie noch? 1,2240 bis 1,2280 und später 1,2550. So ist der Plan, den wir hier im Euro-US-Dollar handeln wollen und handeln werden. Meine Position, wie gesagt, die läuft, die lasse ich auch laufen, die andere werde ich gleich mal suchen. Das sind nur zum Glück. War oben die Positionsgröße auf 0,01 gestellt, also die 10 Cent werden wir verkraften. Ich will jetzt nicht alle Strategien durchsuchen, ich habe euch, glaube ich, genug strapaziert. Okay, damit haben wir den Euro-Plan fertig. Ich mache das mal. So. Und genau da haben wir nämlich dann auch den Stopp, dann können wir das auch besser nachvollziehen. Ne? Dahin. Take Profit schalte ich aus, den brauche ich nicht. An solchen Tagen, so wie heute, wenn der Plan ziemlich klar ist, platziere ich die Position doppelt. Ich habe jetzt gleich das gleiche nochmal drauf, damit ich eine Position schließen kann mit dem Tagesziel. Ich komme von der 31, also kann ich hier oben eine Short Limit Pullback hinlegen. An die 45 komme von der 31, also kann ich hier, 46 ist der Zielbereich, also lege ich an die 44 meine Limit Pullback, nehme eine Position von den Long raus. Die zweite geht dann genau, wenn wir 13 Punkte vorne sind, Break Even. Das heißt, wenn wir jetzt nach oben laufen, fliegt eine raus, Tagesziel drinne, die andere gesellt sich dann zu der anderen Long-Position von gestern und die lassen wir dann schön laufen. Soweit verstanden? Hoffe ich jedenfalls, oder? Okay, also das Ding ad acta beiseite, fertig. Hier haben wir unser Chartbild vom DAX. Den DAX haben wir, Roundmarks raus, den DAX haben wir gestern gelongt mit Stops unter diesem Tief. Ich zeige ganz bewusst das Bild hier im H4, weil der im Moment ausschlaggebend ist für uns. Diese Geschichte haben wir gelongt und wir hatten ein absolutes Low bei 72. Die Stops wurden verschieden platziert. Wir hatten hier das Low bei 1,05. Hier ist er 30 Punkte drunter geschossen. Das ist ziemlich weit. Ich weiß nicht, wen es von euch rausgekegelt hat, aber ich habe es gestern mitgekriegt, dass es ein paar rausgekegelt hat. Deswegen habe ich auf Slack auch kommuniziert. Alles, was hier rausgeflogen ist, mit diesem Spike hier kurz unter die 15.100, weil das war unsere Linie. Alles, was da unten rausgeflogen ist, haben wir direkt wieder eröffnet. Diese Position habe ich eben gerade kurz vor Start des Webinars bei 15.270 geschlossen. Alle raus. Über Nacht hatte ich einen Take-Profit bei der 2,80 hingelegt, der wäre jetzt auch noch gerissen worden. Aber nachdem wir über Nacht, wir gehen gleich ein paar Etagen tiefer in der Zeitebene, können uns das gleich anschauen,
die Nummer hier oben angelaufen hatte, dann war es auch gut. Für unsere Gäste, das ist unser Plan. Idealerweise ein kurzer Spike über die 15.327. 15.280 ist unsere erste Short-Marke. Das heißt, wir fangen hier an zu shorten mit Stops 100. So, ich habe hier irgendwo eine Strategie, Lord Nelson, hatte ich jedenfalls mal. Höre ich nicht mehr. Weg ist sie. Nelson, man hat dich entsorgt. Unglaublich. Dabei hat es immer gut funktioniert. Ja, dann haben wir sie jetzt wieder. So, und genau in der Strategie hier, Stop 100 und auf geht's, Take Profit raus. Warum? Warum Take Profit raus? Und wir starten hier auch eine kleinere Position, so dass sie auch teilbar ist. Und diese Geschichte, Stop 100, wir müssen damit rechnen, dass diese Nummer hier, die 27, ich mache die Linie gestrichelt, wir müssen nicht damit rechnen. Ich plane es ein, klingt, glaube ich, besser. Wir müssen nämlich gar nichts. Da, wir haben bei der 15.327 dieses Hoch. Wenn diese Formation nach meinen Mustern, nicht nach Regelwerk, nach Regelwerk heißt es, sobald wir über die 15.327 gucken, ist das Setup hin. Wenn wir da oben drüber gucken, verstärkt es für mich das Setup. Das heißt, wenn wir kurze Spikes über die 15.327 kriegen, hier in diesem Fall, würde ich den Rücklauf unter die 15.327, darunter, würde ich direkt massiv shorten und würde sogar massiv aufstocken, egal in welcher Zeiteinheit. Je höher die Zeiteinheit, desto stärker ist das Signal. Gucken wir im Stundenchart da einmal drüber und die Stundenkerze schließt unter der 3,27. Oft ist es so, dass der Schlusskurs dann ziemlich knapp darunter schließt. Als Beispiel, wenn wir jetzt um 9 dann eine kleine Wanderschaft nach oben machen, werden wir um 10 wahrscheinlich um 15, 3, 25, 15, 3, 24, sowas in diesem Bereich schließen. Kann, muss aber nicht. Deswegen muss ich, wenn ich dieses Setup handeln will, muss ich hier in diesem Bereich starten. So, wir haben gesagt, Short Start 15,270, 15,282. Dieser Start ist jetzt erfolgt. Das war unser Plan von gestern. Die Long-Nummer, ein Teil habe ich, ich habe die im Bereich 15,140 gestartet. 15,140 Long, 15,270, 15,280 war das Ziel. Eine ist hier unten gestern auch rausgeflogen. Die habe ich aber am gleichen Punkt wieder eröffnet. Also können wir uns das bei uns in der Performance-Tabelle bitte ersparen. Die Position mit minus 50, die nächste mit 50 mehr. Mein lieber Andreas, wenn das akzeptiert wird, kannst du diese Position als durchgehen, weil ich habe sie genau da unten wieder eröffnet, wo sie auch rausgeflogen ist, sogar 2 Punkte besser long eröffnen können, sodass ich sogar den Spread bzw. die Commission und die Gebühren wieder drin hatte. Diese Nummer können wir astrein so lassen. Von 15,140 gestartet bis 2,70 sind es 130 Punkte und das mit 2 Positionen. Warum diese Muster? Ich gucke mal, ob ich hier noch was finde, was ich gezeichnet habe. Das ist natürlich jetzt alles weg, so wie es aussieht. Ja, das werden wir dann wohl noch mal neu machen müssen. Dann nehmen wir den hier. Der passt sehr gut dazu.
Die Nummer, warum wir das so gemacht haben, ist nämlich, weil bei uns ein paar Jungs und ein paar Mädels, ein paar Leute der Meinung sind, Mittwoch ist Longtag. So, wenn die Jungs sagen, Mittwoch ist Longtag, dann gehen wir halt long. Dann brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Wir werden uns die Mittwochsanalyse in Zukunft sparen. Wir gehen Mittwoch früh im Schlafanzug mit einer Bommelmütze und Filzpantoffeln ins Büro, drücken nur den blauen Knopf, gehen einfach long und dann ist der Mittwoch schon gelaufen. So einfach ist es aber leider nicht. Wir haben hier oben das absolute Hoch erwischt. Wir haben am Sonntagnacht bei der 15.480 angefangen zu shorten und haben die erste Shortwelle von da aus sauber mitnehmen können. Erste Shortwelle, dann die Korrektur bis da hoch. Korrekturen. Machen wir mal rot. Zack. Dann kam die zweite Shortwelle. Die da. Bis dahin. Erste Welle. Zweite Welle. Dahin. Guckt euch das an, diese Kerze. Wir gucken uns das nämlich zum Spaß gleich mal in einer kleineren Zeiteinheit an. Dann wieder eine Korrektur. Die lassen wir jetzt mal da liegen. Wieder eine Korrektur, die von da aus ging. Die ist aber nicht weit genug hochgelaufen und dann die dritte Welle nach unten, die hier perfekt, ja, da, perfekt abgearbeitet wurde. Da unten das Ziel war die 100, meine ich. Ich gucke mal schnell. Da, ja, knapp über der 100, die 1, 2, 3 mal angelaufen wurde. Deswegen mussten wir hier in diesem Bereich longen. Das Ding sollte nach oben ziehen. Das hier war gestern so eine richtig schöne Bärenfalle. Erst vorher ein paar Bullen verarscht. Hier ein Trendbruch. Hier von dem Abwärtstrend ein Trendbruch. Bullen reingelockt. Hier unten die Bullen rausgekegelt. Die Bären reingelockt. Schöne Bärenfalle gebaut. Und zack, direkt nach oben abgedreht. Das stank förmlich danach, dass das passiert. So, die schieben wir mal wieder da hoch. Die könnt ihr euch dann als Muster nehmen, um eure eigenen Zeichnungen zu machen. Jetzt schauen wir uns mal diese ganze Geschichte an, wenn wir die Zeiteinheiten tiefer gehen. Jetzt sind wir im 30 Minuten. Guck mal, jetzt sehen wir schon hier unten diesen Kreisel, den wir im H1 nicht gesehen haben. Im H1 haben wir ein klassisches bullisches Engulfing. Und was für eins? Im 30 Minuten einen Kreisel, eine schöne Umkehrformation. Im 15 Minuten ist die Schwäche hier unten sowas von zu erkennen. Ein Tief gemacht, bisschen rumgeeiert, nachlaufendes Tief gemacht, auf geht's. Und in 5 Minuten sieht die Geschichte ähnlich aus. Tief gemacht, bisschen rumgeeiert, hier, danke. Hier nochmal nur das nachlaufende Tief. Hier haben wir das Low bei 74 und hier haben wir das Low bei 72. Nachlaufendes Tief gebaut und auf ging's. Diese Nummer konnte man hier unten getrost nochmal kaufen und das durch alle Zeiteinheiten. Das ist euer Job, wenn ihr sowas macht. Alle Zeiteinheiten einfach mal durchgucken. So sieht es in 5 Minuten aus. So sieht es in 15 aus. So sieht es im 30 Minuten aus und so sieht es im Stundenchart aus. Und spätestens im Stundenchart nach dem Engulfing hätte man hier eine 1,75. Schlusskurs haben wir bei der 1,75, genau. Spätestens da hätte man wieder longen müssen, um das Engulfing zu handeln, obwohl das CAV hier auf Deutsch scheiße ist. Aber wir haben ja einen sauberen Plan, nämlich mit einem kurzen Spike über die 15.327 und dann nach unten.
Ziel hätte ich jetzt beinahe vergessen, bei den vielen bunten Linien hier. Für das Ziel nehmen wir uns einen neuen Chart. Wir können ja den hier nehmen. Den. So. Dafür gehen wir wieder in den H4. So, und daraus sollte sich jetzt dieses Muster ergeben, dass wir Wireless Maus hat keinen Strom. Ups. Ach, Jungs, wenn man ihn nicht alles selbst macht. Maus ohne Strom ist doof, ne? So, jetzt hat sie wieder Strom. Hintergrund von dieser ganzen Geschichte ist, dass wir hier das absolute Tief haben. Ob ich den Spike von der Kerze mitzähle, werde ich sehen. Im Moment berechne ich diese Formation so. Dahin. Das ist unsere Nackenlinie und damit wir das Muster auch vollständig kriegen, haben wir hier, zack, eine Schulter, dort einen Kopf, kriegen hier in dem Bereich irgendwie die nächste Schulter. Wann die kommt, weiß kein Schwein. Und dann gehen wir von hier oben nach hier unten. Und sobald dieses Szenario sich bewahrheitet, dürften wir diese Geschichte hier nach unten abtragen, aber erst, wenn die Nackenlinie gebrochen ist. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, hier genau so war unser Plan. Erste Bewegung, zweite Bewegung, dritte Bewegung, dann hoch und dann wieder runter. Und das Gleiche übertragen wir jetzt einfach hierher. Da guckst du. Und dann ergibt sich nämlich hier unten das Ziel sogar inzwischen bei circa 14.700. Einmal dahin und dann heißt es, guckt euch das an, diese 14.700 oder 690 deckt sich mit dem 76,5er FIBO, mit dem 76er FIBO hier. Ja, 76,4. Mit diesem FIBO und wenn wir schon mal die Linien alle einzeichnen, dann sollten wir auch diesen Bereich hier nicht vernachlässigen, der eventuell auch bremsen kann. Das heißt, für euch, für Händler, nein, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Für mich heißt das, dass gleich ein Kaffee von rechts kommt. Bitte mit Cognac. Ich habe heute frei. Dass wir an diesen Marken hier, Punkt A, aufpassen sollen. Wenn diese Marken hier nach unten durchschlagen werden und bestätigt, immer hier runter und wieder bestätigt werden, werden diese Positionen massiv aufgestockt. Die hier zum Beispiel. Wenn wir hier runterlaufen, unter der 15.100, wird aufgestockt. Das hier ist hinfällig. Ziel 15.150 nehme ich raus. Das war die Geschichte für unsere ersten Short-Positionen, die wir gehandelt haben diese Woche. Und dazu kommt jetzt
aufstocken unter 15.100. Pyramidisieren, sagt man auch in Fachkreisen dazu. Ist auch nichts drin. So, aufstocken immer, wenn unsere Marken nach unten durchgehandelt sind, immer wenn eine Marke von denen hier gebrochen wird. Ich nehme jedes Signal zum Aufstocken. Wenn wir jetzt hier in den Stundenchart gehen und sehen jetzt hier, guckt euch mal an, hier haben die Bullen volle Granate zugeschlagen und hier erkennen wir jetzt schon wieder die Schwäche. Hier war die erste Bullenschwäche gestern Nacht mit einem High bei 65. Oder gestern Abend, kurz vor Feierabend, hier nochmal so ein bisschen rumgeeiert, wird diese Kerze jetzt so hier nochmal beendet, heißt das für mich, in der separaten Strategie lasse ich mich unter dieser Kerze nochmal einstoppen. Separate Strategie, Regelwerk in die gleiche Richtung, Stopp da oben drüber und dort unten drunter drauf. Geht da nicht mehr oben drüber, ist meine Position schon mal doppelt so groß. Ich will diese Nummer bis zur 14,8 oder so, diese 400, 500 Punkte wollen wir mitnehmen, obwohl wir diese Woche, ich meine mal, schon über 500 Punkte eingefahren haben, oder? Andreas, hast du das im Blick? Vielleicht? Heute ist EZB, ja, na klar. Die werden irgendwelchen Quatsch erzählen und dann werden wir die 15.100 gleich sehen. Also ich habe es jetzt nicht zusammengezählt, aber ich glaube, im DAX alleine haben wir irgendwie bummelig 500, wenn nicht sogar schon 600 Punkte reingeholt. Durch die drei Short-Positionen, gestern die Long-Position, das hat diese Woche richtig Spaß gemacht. Was will ich damit sagen? Ich will mit diesen Nummern nicht irgendwie angeben, dass wir eine geile Performance oder Punkte machen, sondern mir geht es darum, vor allen Dingen zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man Vertrauen hat zu dem, was man macht. Das Thema hatten wir vorhin schon. Ich brauche mir solche Pläne nicht machen, wenn ich die hinterher gleich wieder über den Haufen schmeiße. Dann macht die ganze Geschichte keinen Sinn. Und auch nur, weil es letzte Woche mal was an die Backen gab und wir mal einen Schritt zurück machen mussten. Es war in fast 3 Jahren oder in 2,5 Jahren. In 2,5 Jahren war das die dritte Verlustwoche, die wir hinnehmen mussten. Ich glaube, das ist durchaus überschaubar und das müssen wir im Wochenergebnis einfach auch mal verkraften. Okay? Alles klar, also das ist unser Plan. Wir wollen runter. Wir werden diese Pläne auf Slack auch weiterhin konstant begleiten. Unsere Euro-Position, wer hat die denn im Portfolio hier? Wer hat diese Position drin? Markus, Glückwunsch. Kannst deine Scheiße von gestern wieder ausbügeln. Sehr schön. So, eine Position würde ich jetzt hier gleich rausnehmen. Die fliegt hier oben mit einer Limit Pullback raus. Das Tagesziel haben wir jetzt schon. Die Position ist 10 Punkte vorne. Also hier oben fliegt die Position mit 12, 13 Punkten raus. Und die zweite geht BE und dann können wir die entspannt laufen lassen. Und die von gestern hier lasse ich genauso weiterlaufen, wie sie ist. Die kommt von der 1,2002. Ich seit gestern, danke der Nachfrage. Warum bist du seit gestern da drin? Du bist doch gar nicht bei uns, oder? Ralf K., wer hat dir das gepetzt? Ach so, das konnte ich natürlich nicht wissen. Warum wurde heute bei der ersten Linie gelongt und gestern noch nicht?
weil wir uns klar in diesem Move befinden. Und ich musste jetzt hier starten und hatte die Möglichkeit, den Stop unter die zweite Linie zu setzen. Deswegen habe ich diese Position oder bin ich diese Position eingegangen. Okay. DAX haben wir. Oh, der läuft ja. Der läuft. Wer hat die DAX-Position mitgenommen? Der könnte hier schon mal 20 Punkte glattstellen, wenn er das will, mit einer Position. Die ist schon 20 vorne. 26, 27 Punkte vorne. Wer hat sich die ins Portfolio geholt? Also mal an alle die, die mal sagen, laber nicht morgens immer über irgendwelche Marken und mal nicht irgendwelche bunten Striche, drück auf den Knopf, ich will hier was verdienen. Läuft. Rolf A. Super. Gönne ich dir. Stärk dein Ego. So, viel mehr, glaube ich, müssen wir heute auch nicht machen. Viel mehr will ich heute auch nicht machen. Den Rest des Tages nehme ich mir heute einfach frei und werde ihn genießen. Ein bisschen mit dem Hund spazieren gehen, aus der Backstube mal wechseln in die Schlachterstube. Heute machen wir kein Brot, keine Brötchen, kein Kuchen. Heute machen wir Wurst. Ne? In dem Sinne sage ich danke an Nelson, dass er sein. Nee, ich sage es jetzt nicht. Jetzt Aus dem kommt. Bett gehoben hat. Ich hätte bei der Kabelaffenhintern aus dem Bett gehoben, hat gesagt. Entschuldigung, wollte ich nicht. Und dass wir heute Morgen hier schnell noch das Webinar zusammen machen konnten. Hat Spaß gemacht. Und so macht es auch Spaß. Mein lieber Fritz, ihr macht heute Eis. Dürft ihr das? Dürft ihr aufmachen? Dann machen wir ein Eis mit. Ja, Andreas W., du hast recht. Danke für die Glückwünsche. Okay, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wünsche allen anderen ebenfalls auch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, konntet ein bisschen was mitnehmen. Es ist ein bisschen was sitzen geblieben. Vielleicht bleiben ja sogar auch ein paar Punkte und ein bisschen Geld bei euch hängen. Ne? In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag. Bis Dienstag in unserer Gruppe. Die laufenden Positionen werde ich versuchen, nebenbei tagsüber auf Slack zu begleiten. Aber ansonsten wird es heute sehr ruhig. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Vielen Dank, Thorsten. Genieß den Tag und vielen Dank an alle Teilnehmer. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag und morgen auch natürlich ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und wir hören uns und sehen den Thorsten, glaube ich, nächste Woche wieder. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss.